Hallo, das war eben der Paketbote, der geklingelt hat. Und deshalb, jetzt kommt die Fortsetzung, ne? Auf die ersten zwei Sätze des Shōji-Kapitels. Wenn dann Buddha ist im Samsara, gibt es keinen Samsara. Und wenn da kein Buddha ist im Samsara, gibt es kein Verirren im Samsara. Folgt der folgende Satz. Dies sind die Worte zweier Zen-Meister mit Namen Jiashan und Dingshan. Das ist die chinesische Aussprache oder mein Versuch, das Chinesisch auszusprechen, ne? Denn es handelt sich um zwei Männer, die vor mehr als 1000 Jahren in China gelebt haben, ne? Oft wähle ich aber auch die japanische Aussprache. Hier im Internet findet ihr die in Klammern, ne? Also Jiashan. Auf Japanisch sagt man Kassan. Und Dingshan, wenn er so ausgesprochen wird, ja, auf Japanisch heißt er Jo-san, ne? Und naja, ich habe das auch schon in der Vergangenheit gesagt. Ein Problem damit, wenn man die versucht, Chinesisch auszusprechen, ist, auch in China, ne, solche Namen werden im Süden des Landes ganz anders ausgesprochen als im Norden des Landes. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich die Aussprache im Laufe der Jahrhunderte geändert hat. Das ist ja auch der Grund, weshalb man zum Beispiel dieses Schriftzeichen, das dem Kapitel den Namen genommen hat, ne? Genau genommen, wie gesagt, zwei Schriftzeichen, Sho und Shi, sowohl Shoji als auch Seishi aussprechen kann, weil zu verschiedenen Jahrhunderten in verschiedenen Gebieten Chinas diese Schriftzeichen offenbar anders ausgesprochen wurden. Und immer wenn ein Gelehrter aus Japan nach China gereist ist und dann zurückkam, dann sagt er, nee, das Schriftzeichen wird aber anders ausgesprochen. Und zur Zeit, als Dogen und andere nach China fuhren und dort Buddhismus studierten, war wahrscheinlich die Aussprache Sho für dieses Zeichen die geläufigste. Aber Se gibt es eben auch, ne? Und bei einigen Schriftzeichen, wie zum Beispiel Gyo für Praxis, ne? Das wird heute normalerweise Ko ausgesprochen, ne? Ko und Gyo, da ist der Unterschied noch nicht so groß, aber dasselbe Schriftzeichen kann man auch an aussprechen. Oder das Kin-Hin. Das Hin von Kin-Hin ist ebenfalls dasselbe Schriftzeichen, ne? Da fragt man sich, ja, wie kommt denn das, dass ein Schriftzeichen sowohl Kyo als Gyo als auch Ko als auch An als auch Hin sein kann, ne? Man muss sich dazu, naja, daran erinnern, dass China so groß ist wie Europa, ne? Da gibt es Distanzen, die sind so groß wie von Finnland bis nach Portugal. Und dann ist es auch nicht überraschend, dass die Leute da, selbst wenn sie sich dieselben Schriftzeichen teilen, die anders aussprechen, ne? Das hat halt bloß jetzt die Folge, oder für mich zumindest die Konsequenz, dass es schwer ist zu sagen, ja, in Wirklichkeit sollte man den Namen so aussprechen, denn so wird er ja. Oder wurde er ja von den Bewohnern des Landes ausgesprochen. Ne? Also keiner weiß, wie Kassan oder Jiashan tatsächlich selber seinen Namen ausgesprochen hatte. Ne? Dasselbe gilt für Josan oder Dingshan. Ne? Und insofern, ich finde es eigentlich total berechtigt, dass jeder, naja, so macht, wie er Lust hat, beziehungsweise dass jede Tradition da ihre eigene Namensgebung findet. Ne? So wie ja auch, was weiß ich, Johannes im Englischen John heißt, ne? Also der Johannes aus der Bibel. Und im Italienischen ist es wahrscheinlich Giovanni. Ne? Und wie der tatsächlich zu Jesus-Zeiten genannt wurde, weiß zumindest ich nicht. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass
Jesus nicht Johannes gesagt hat, ne? Andererseits, ich sehe da auch kein Problem damit, wenn wir den Johannes nennen und die Engländer John, ne? Und dass die Japaner Josan gesagt haben und nicht Dingshan, muss uns, glaube ich, nicht stören. Und naja, also so wie bei Ummon, ne? Vielleicht wird man den irgendwann mal den Meister Wolkentor nennen im Deutschen, ne? Weil Wolkentor einfach schöner klingt als Ummon oder Yummen, wie er auf Chinesisch wahrscheinlich genannt wird. Ne? Also, wie dem auch sei. Der erste Satz, glaube ich, stammt vom, ich sage ja jetzt, sag mal jetzt japanisch Kassan, weil das für mich einfacher ist auszusprechen. Und der zweite Satz stammt vom Josan. Und der Dogen sagt dazu, es sind die Worte von Männern, die den Weg bestritten haben. Die den Weg beschritten haben, also sind sie keinesfalls leichthin dahergesagt. Ne? Also das scheint sich zu widersprechen, was die sagen, aber beide drücken die Wahrheit aus. Beide sind sozusagen im Besitz der Wahrheit. Wobei ich diese Anführungszeichen hier deshalb in die Luft mache, weil die Wahrheit natürlich etwas ist, das man nicht besitzen kann. Ne? Die Wahrheit ist auch nichts, was man suchen kann, sondern, darüber habe ich ja auch gesprochen, die Wahrheit sucht nach dir. Du musst nur loslassen. Du musst nur ein bisschen die Blickrichtung ändern. Oder vielleicht Blickrichtung ändern stimmt auch nicht ganz, denn immer wenn du die Blickrichtung änderst, dann wandert auch die Wahrheit wieder hinter dir. Du siehst immer nur den Schatten. Aber der Schatten gibt dir vielleicht auch Aufschluss darüber, wo das Mondlicht herkommt. Das ist die Wahrheit, von der hier gesprochen ist. Aber immer wenn wir Worte verwenden, um sie auszudrücken, dann bewegen wir uns wieder in dieser Schattenwelt, auf der Karte, in Begriffen. Und das führt halt auch dazu, dass sich das oft widerspricht, was gesagt wird über die Wahrheit. Und dass in der Regel die, die da über die Wahrheit sprechen, sich dessen auch bewusst sind. Und in der Regel dann auch dazu sagen, ja, es lässt sich eigentlich mit diesen Worten gar nicht beschreiben. Also sollte man eigentlich besser die Klappe halten, und das ist auch immer wieder gemacht worden. Ne? Aber Vimalakirti ist da der erste bekannte Buddhist, ein Laie, der in einem ja fast Streitgespräch mit verschiedenen Jüngern des Buddha letztlich dann das Schweigen gewählt hat, um auszudrücken, was für ihn die Wahrheit ist. Ne? Und dann auch die Jünger des Buddha gesagt haben, Respekt, Respekt, du hast es besser ausgedrückt als alle anderen von uns. Ne? Aber Schweigen wird auch manchmal einfach nur so zum Stereotyp. Ne? Manchmal muss man eben doch was sagen. Weiter. Der nächste Satz, naja, eigentlich jeder Satz in diesem kurzen Kapitel ist sehr wichtig. Der nächste Satz ist ebenfalls sehr wichtig und wieder bekannt, weil, wenn ich mich nicht ganz irre, finden wir den auch im Shushogi. Ne? Wer Leben und Tod, also dem Samsara, dem Kreislauf von ewigen Entstehen und Vergehen, wer Leben und Tod entfliehen will, sollte keine Zeit verlieren, dem hier Gesagten auf den Grund zu gehen. Korrektur, also diesen Satz findet man nicht im Shushogi. Wenn du die Befreiung aus dem Leiden in deinem gegenwärtigen Leben und Sterben suchst, dann geh diesen zwei Sätzen, die am Anfang des Kapitels stehen, auf den Grund. Wenn einer nach Buddha außerhalb von Leben und Tod sucht, dann ist das so,
als richtete er die Lenkstange seines Karrens gegen Norden, um in das südliche Land von Etzu zu fahren. Oder so, als blickte er nach Süden, um den Polarstern zu finden. Wenn du die Befreiung vom Samsara außerhalb deiner konkreten Lebenssituation hier und heute suchst, du wirst sie nicht finden. Ne? Wenn du glaubst, der Garten Eden ist irgendwo anders, auf der anderen Seite des Berges, vielleicht in der Südsee oder vielleicht nach dem Tod, wenn du in das Reich Gottes einkehrst, dann wirst du endlich zurückkehren in den Garten Eden. Genau auf diese Weise trennst du dich vom Garten Eden. Genau auf diese Weise verdeckst du deine Augen. Und eben deshalb erwachst du nicht zu der Tatsache, dass das, was du suchst, unter deinen Füßen liegt. Ne? Okay, auch heute, kurz vor der 12-Minuten-Grenze, es geht Stück für Stück voran. Morgen geht's weiter. Danke fürs Zugucken und tschüss.